Willkommen zurück, Leute. Wir spielen wieder Pokémon Uranium und wir haben die Steuerung verbessert. Nein, wir haben einfach... Ach, jetzt laufe ich wieder überall gegen. Vielleicht Thor hat gelernt, mit dem Controller umzugehen. Nein. Wir haben die Bewegungspfeile auf das D-Pad gelegt und dadurch funktioniert das deutlich besser. Zwar nicht perfekt, aber das liegt dann vielleicht wirklich an mir. Oh, der hat aber einen großen Kopf. Hm. Ich will auch mal. Moment, was sagt er? Du wirst ein Brotgewinner sein, nicht wahr, Klaus? Was heißt Breadwinner? Keine Ahnung. Wahrscheinlich so ein Geldverdiener oder irgendwas, keine Ahnung. Ich sollte mal vorbeikommen und deine Tante besuchen kommen. Was? Gigi. Oh je. Wir sind auch noch auf der Suche nach dem Herrn Professor und ich bin da wahrscheinlich schon lange dran vorbeigelaufen. Nee, ich glaube, du gehst in die richtige Richtung. Na, Christoph kennt das Spiel schon, das heißt, er wird mir jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich kenne so die erste ein, zwei Stunden. Hey, wart mal! Ach ja, das ist unser kleiner Bruder. So kacke kann eigentlich nur unser Rivale aussehen, oder? Was denkst du, wo du hingehst? Probierst du, ins Labor zu kommen vor mir? Damit du die bessere Pokémon holen kannst? Das wird nicht passieren. Denn ich werde der Stärkste von allen. Zuerst. Ich glaube, war das unser Bruder oder ist das ein anderer? Also, das Coole an dem Spiel ist, es gibt zwei Rivalen. Es werden alle drei Pokémons gepickt, soweit ich mich richtig erinnern kann. Bimbo? Oh ja, oh. Hey, ist das nicht Klaus und dein Freund Tommy, nicht wahr? Ehrlich? Pops? Was? Okay, kannst du dir nicht mehr meinen Namen merken? Nein! Es ist Theo! Theo! Okay, Theo, du bist gerade rechtzeitig. Heute ist ein sehr besonderer Tag für euch beide. Es ist erster Tag als Field Researcher, als Feldforscher, Assistenten. Das klingt sehr hochgestochen. Bei den Bimbo Pokémon Research Labs. Also das sind so Facility Management und so weiter. Ne? Also es muss jetzt hier auch, wir können das jetzt nicht einfach so als Bimbos bezeichnen, sondern das sind schon... Aber da steht Bimbo. Bimbo-Pokémon-Researcher. Ja, gut. Na gut. Ja, okay. Eure Aufgabe wird es, durch Tandor zu laufen, so heißt übrigens die Welt, und Pokémon zu beobachten und zu fangen. Und sie als Sklaven wieder zurückzubringen. Genau, die Pokémon-Elemente zu erforschen, etc. pp. Ihr wisst schon. Bevor ihr eure Anfangs-Pokémon wählt, blablabla, werden wir einen kleinen Test machen. Ein Test? Ich hab nicht gelernt für einen Test. Das könnte ich sein. Ich dachte, ich krieg hier richtig geile, kräftige, mega, super geile Pokémon. Nein, also, wart mal erstmal ab. Wir wissen ja, okay, ist nichts, worauf man sich vorbereiten kann. Genau. Es wird herausfinden, ob ihr ein guter Pokémon-Trainer seid. Verschiedene Starter sind verschieden gut für verschiedene Pokémon-Trainer. Blablabla, es wird ein Lebenspartner sein und so weiter, ppp. Ihr kennt das schon. Aus 1000 Pokémon-Teilen vor diesem. Er bringt's auf den Punkt. Genug gesagt, ich möchte mein Pokémon. Ja. Sheesh. Okay. Yes! Ja, wir sind bereit. Excellent! Without further ado. Das kann man nicht übersetzen, ne? Okay. Wenn du, genau, ein Pokémon im Wilden siehst. Was hast du genommen? Nimm das Wasser-Pokémon. Man hätte jetzt mal sagen können, ich habe das gar nicht lesen können so schnell. Nächste Frage. Welches von den TM findest du gut? Hyperbeam. Du kannst auch alle anderen nehmen. Das determiniert dich nicht, glaube ich, welches Pokémon du nehmen musst. Nächste Frage. Okay, wer würde... Da ich kein einziges davon kenne, ich ist auch es mir nicht. Auch vollkommen okay, wer klar. würde einen Kampf gewinnen? Eine von diesen dreien. Aber die Farbe, die sagt ja schon genug aus. Ja. Is it possible to fail this test? Nee, man kann nicht durchfallen. Okay, du kannst hier nicht durchfallen. Das ist ein Idiotentest. Was ist deine Motivation, ein Pokémon-Trainer zu werden? Neue Freunde machen. Ich glaube nicht, dann würde ich keine Computerspiele spielen. Ich werde Pokémon-Meister und niemand wird in meinem Weg stehen. Oh, du bist lächerlich. Das ist alles für den Test. Und? Okay, ich habe meine Analyse fertiggestellt. Blub. Ich Klaus? Übersetze nur, was da passiert. Klaus? Du bist ein Trainer, der nicht zögern wird,
das zu tun, was er will. Du wirst deine, genau, mit Kraft und mit Feuer überwältigen deine Feinde. The best is so good as probably the mantra. Okay. Cool, jetzt haben wir auch noch billige Sprüche in dem Spiel. Du hast eine Red Torch. Okay, wir haben das Feuerding. Boah, läuft. Finde ich gut. Ist cool. Lumanda 2.0. Nimm dir ein Pokémon, Klaus. Yes. Oh ja. Christoph darf das jetzt benennen. Bitte nimm was Schönes. Ich glaube, das... Nee, er ist manchmal... Moneyboy. Klitschklatsch. Klitschklatsch. Okay, er heißt... Schlock. Schlock. Okay, Schlock. Er heißt Schlock. Er heißt Schlock. Schlock. Hey! Ich will auch heute kein Pokémon! Oh, ich mag den Kleinen jetzt schon. Klaus hat seinen Starter schon bekommen! Wann kriege ich meinen? Ich muss noch analysieren. Du bekommst keins. Du bist ein Idiot. Analyse abgeschlossen. Theo. Okay, du weißt, was du willst vom Leben. Du bist impulsiv, ungeduldig. Und, ja. Kümmerst dich am meisten um deine eigenen Bedürfnisse. Yes. Aber da ist noch etwas anderes in dir. Eine Art von Größe. Ein Potenzial, dich zu verändern. Oder vielleicht bist du einfach zu jung. Ich kann es nicht sagen. Egal. Für ein Trainervideo ist euch links der Beste. Ah ja, so war es nämlich. Es sind keine zwei Kontrahenten. Das war, glaube ich, in einem anderen Spiel, oder? Wo du zwei Kontrahenten hast. Es ist so, dass dein Gegner das schwache Pokémon wählt. Das gegen dich schwach ist. Ah, ja, stimmt. Das ist einmalig. Das haben sie aber bei dem neuen Pokémon gemacht, bei Moon und Sun, glaube ich. Also ab Pokémon Weiß und Schwarz weiß ich zumindest, dass du halt zwei Kontrahenten hast. Da war das so, ja. Ja, ja, ich habe mal irgendwann auch eines. Aber hier, viel wichtiger, ich glaube, wir haben unser erstes Rivalen-Battle. Oh. Klaus, du hast ein Pokémon und nun habe ich auch ein Pokémon. Ich bin in der 4. Klasse. Du weißt, was das heißt, oder? We have to battle. Wir müssen kämpfen. Oh nein, bitte nicht im Labor. Es ist uns scheißegal. Klaus gegen Theo. Oh, Klaus ist ein großartiger Name. Das ist ein richtiger Heldenname. Rivale Theo möchte ein Duell. Miau. Schlock. Das lässt sich auch so geil aussprechen. Ja. Schlock. Los, Schlock. Kann ich nicht einfach wegrennen? Nope. Du kannst von einem Trainerkampf nicht weglaufen. Ich mag das Overlay. Warum kann ich schon Glut? Kannst du beim Anfang. Du kannst, okay. Das andere kann auch schon Gras, Schiss, Pflanzen, irgendwas Pokémon. Mit Graszeugs. Ja. Ja, genau, damit das geht. Oh, cool. Und wir haben schon 3/4 des Levels. Was? Aber ich sollte doch gewinnen! Ja, nicht so gut, ne? Wir müssen deine Stimme immer schlimmer werden lassen. Aber ich sollte doch der beste Trainer sein. Das ist unmöglich. Gute Trainer verlieren nie. Oh, schrei doch bitte nicht, Theo. Das nervt alle nur. Ja. Ich halte ja deine Pokémon. Oh, geil, diese Sounds, ey. Das ist herrlich. Ich freue mich richtig drüber. Ich freue mich, dass wir dieses Spiel spielen. Ich will ein unschlagbarer Pokémon-Trainer sein. Wie konnte ich nur nicht gewinnen? Ja. Ja, okay, ein Type-Advantage. Also es gibt, ja, okay, wir haben das kennen wir alle. Gras bla, bla, bla. Gegen Wasser, Wasser gegen Feuer, bla bla bla. No way, I wanna do it. How come Klaus gets a better starter? Ist nicht fair. Ja, was sollten wir damals in den anderen Pokémon-Teilen sagen? Ja. Stimmt, stimmt. Er ist wahrscheinlich der Held. Er ist der Idiot und wir sind seine Konkurrenz. Oh. Das ist schwerer, als ich gedacht habe. Ja. Du solltest ihn nicht so schnell vervorteilen. Er ist immerhin nur ein kleines Kind. Ein kleines Arschlochkind. Ja. Ich schätze, dass er sich bald blablabla irgendwas herausfindet über Pokémon und so weiter und so fort. Du weißt schon, das Übliche. Können wir jetzt einfach weiter Pokémon catchen? Wir können jetzt auf Route 1 gehen. Bring Theo mit und ich... Bring euch bei, wie man Pokémon fängt.
Alles klar, dann suchen wir mal dieses kleine Gör. Das ist zum Beispiel irgendwie so eine Sache, die dazugehört. Ich weiß, seit 1000 Jahren, wie man Pokémon fängt. Aber es muss irgendwie in jedem Teil erklärt werden und irgendwie ist es auch ganz cool. Ah, ich habe auch herausgefunden. Du darfst laufen. Oh, woher? Hast du die Taste? Ja, ich habe sie gefunden. Es ist die Y-Taste. Y. Y ist Z. Y ist Bescheid. Z. Nee, da ist kein Theo. Nee, du sollst, ach doch, du sollst ihn abholen, ne? Mm. Ja, der wohnt in einem dieser Häuser. Ist das ein Haus? Was steht da eigentlich? Ne, er sagt, dass du ihn noch holen sollst. Ja. Achso. Oh ja, nee, ich wollte das Schild da oben lesen. Ach über so. Ihn, aber okay, ja. Kannst du ihn holen? Er sollte in seinem Haus sein. Ja, wo vielleicht ist denn nimmst sein du mal Haus? Dieses hier. Guck doch mal dieses hier. Ach, das wäre viel zu nah. Ja, das ist, glaube ich, auch. Nö. Dann suchen wir weiter. Ist ja auch schön, dann können wir uns mal richtig umgucken, mit allen Leuten sprechen, wenn wir das vorhätten. Wir holen das Noob-Kind ab. Ja, ich glaube, das ist eine Spalte höher. Ich guck mich überall erstmal. Oh. Was, du sagst einfach so Sachen? Was denn? Ich glaube nicht, aber doch. Was hast du mit meinem Sohn getan? Ah, dann mach du den mal. Was hast du zu meinem Sohn gesagt? Er ist hochgerannt, schreiend und weint, hat seine Tür hinter sich verschlossen. Er wird mich erzählen, was falsch ist oder runterkommen. Er redet so. Das ist ein sehr liebevoller Vater. Ja. Ich schwöre, wenn du ihm irgendwie wehgetan hast, dann... Tja. Oh. Ach so, so ist das also. Hm. Tja, hat er schlechtere Starter-Pokémon bekommen. Tja. Was für ein Noob. So wie wir alle immer, ne? Ja, es erklärt alles. Hm. Harte Lektion, tja. Ja, aber verlieren gehört genauso dazu, wie auch gewinnen als Trainer. Bla bla. Alter, wie schnell der einfach wieder richtig positiv gegenüber uns ist, ne? Tja. Und jetzt sagt er auch so, ja, mein Sohn ist halt dumm und hat, ja. Hm. So ungefähr. Aber, ja, ne? Ja. Hm. Ja. Wollen wird nichts bringen. Ja, so ist das nämlich. Das muss er lernen. Theo! Komm runter, sofort! Das Ding immer rumheulen, wenn du verlierst. Das ist halt so als Trainer. Aber das ist nicht fair. Ist nicht fair. Klaus hat das beste Starter-Pokémon bekommen als ich. Die machen immer so eine geilen Starter-Me. Das kann man nicht übersetzen. Und jetzt werde ich nie gewinnen. Musst du andere Pokémon fangen? Dann musst du die Schwächen deines Teams ansprechen. Oh, ich esse übrigens gerade einen rasierten Mandel, deswegen ist er... Hört sich sicherlich gut an. Außerdem, wo jetzt irgendein Pokémon kann immer noch gewinnen. Selbst mit einem Nachteil. Es ergibt keinen Sinn, aufzugeben, bevor du jemals angefangen hast. Na? Ja, Papa. Also, Theo, ich werde nicht immer da sein, um mich um dich zu kümmern, wenn du mal wieder Kacke gemacht hast oder dumm bist. Also, versuch mal für dich selbst stark zu sein, Junge. Klaus. Klaus! Bitte sei liebevoll, einfühlsam und einfach nur perfekt zu meinem Sohn. Schau zu dir auf, weißt du das? Klar, wir haben ja auch das geilere Starter-Pokémon. Ja. Wir werden immer knechten. Oh, ich habe es fast vergessen. Klaus, Theo. Achso, jetzt muss man, ja, wie spricht er denn jetzt, wo er zu weinen spricht? Er hat jedenfalls was für uns. Ich bin zufrieden. Ein Geschenk! Ja, genau. Klaus, dein Vater King hat mir das geschickt und hat mir gesagt, ich soll das euch beiden geben, wenn ihr euer Abenteuer beginnt. Ich bin mir sicher, es wird euch helfen. Ein Poképot. Poképot. Wir können jetzt Poképot rauchen. Geil, ich will auch Pot rauchen. Ich will Poképot rauchen. Das ist das Update zu Pokémon Go jetzt. Pokémon Pod. Pokémon Pod. Ja. Mm. Ja, halt irgendwas Tolles. Ein Hightech-Device. Es kann Musik spielen oder bla bla bla. Deine Pokémon in der Region anzeigen. Dich mit anderen Trainer verbinden und so weiter. Ich hab ein rotes. Das ist viel cooler als deins. Ich werde mich mit dem Professor treffen. Und dann werde ich ein Pokémon fangen. Und. Ja. Okay.
Wankelmütig nennt man das, glaube ich, oder? Wankelmütig ist ein total schönes Wort. Ja, ja, aber auf der einen Seite schreit er uns an und dann ist er wieder besser. Ja. Hm. So, wir gehen jetzt auch Pokémon fangen. Ja, 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 ja. Ja, bla, bla. Powerplant Epsilon. Ach ja, genau, da geht's um das da wurde sie zuletzt gesehen. Ja, cool. Also unsere Mutter, ne? Ja. Und ich kann ja schon mal eine Sache spoilern. Es gibt ein neues Element in diesem Spiel und das ist Uranium. Es gibt einige Pokémon, die haben ihre ganz normalen Elemente und sind dazu noch verglüht sozusagen, also so glühend. Das finde ich schon mal sehr witzig. Und die können dann so mega radioaktive Fähigkeiten machen und so. Aber machen wir weiter. Na, Theo? Hast Bock auf uns? Schubs ihn. Ich kann gar nicht mit ihm reden. Hallo Klaus! So, nachdem ihr beiden hier seid, ist es jetzt mal Zeit für die erste Lektion als Pokémon-Trainer und in der Feldforschung. Genau, Forschung, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, schaut genau zu! Das wäre mal witzig, wenn er richtig auf die Fresse kriegen würde von einem Pokémon. Mhm. Ja, wilde Pokémon leben in hohem Gras. Huhuhu. Das ist nicht der einzige Platz. Ja, du Höhen, kannst sie und in? Und in Käfigen. Na gut. Städten. Wenn du weißt, wo. Yes. Ein paar Schritte. Chienmank. Ah. Naja, nichts Besonderes. Los, Elektrobus. Tot. Ja, er behält ihn. Naja. Na gut, okay. Bla 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 bla. Elektrox, Tackle, bla bla bla. Jean! Ach, das ist aber mal ein ganz anderes Intro. Das ist halt. Die haben es nicht in dem Kampfsystem gemacht, sondern mal so gezeigt, ja. Jeder weiß halt, wie es funktioniert. Ja. So, das war's. Ist erledigt. Ja, ja, jetzt noch, ne? Gibt schwerere Pokémon und gibt leichtere Pokémon zu fangen. So einfach ist das. Ach ja, und es gibt verschiedene Pokebälle. Ja, ja. Pokebälle. So, komm. Lass mich. Die hier sind für dich. Yay, du hast, ja. Ja, wir haben unseren Pokédex und damit werden wir dann alle Pokémon lesen. Das ist sehr wichtig. Bla, 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 bla. Und du hast Pokebälle bekommen. Geil, endlich mal Balls. Get yourself some Pokeballs. Ja. Gotta catch them all. Oh ja, cool. Ja. Das ist cool, dass ihr das noch implementiert habt. Ja, ja. Ja, bla, wir müssen bla, nach Keflertown. Bla, 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 Mr. Freeman. Wir müssen bla, nach Keflertown. Ah, Keflertown, ja. Das ist eine sehr sichere Stadt. Ja. Na, ja, wir haben einen Pokepot. Ja. Jetzt aber können wir, jetzt nicht, können wir, jetzt können wir das Gras pflücken und rauchen. Ja, ich habe vielleicht noch irgendwas Besonderes für dich, wenn ich wieder ja, komme. Ja. Ja, ja, also diese ganzen Mechaniken, Blalalala, die wir alle kennen von Eich und so, ne, wenn du genug Pokémon hast, dass er dir andere Tipps gibt und dass er vielleicht sogar irgendwie Klaus, technische egal, Maschinen... Wie viel stärker deine Starter ist. Gott, der geht mir jetzt schon auf die Nerven, wenn Christoph einfach seine Stimme nachmacht. Aber vielleicht geht das mir auch auf die Nerven, weil Christoph mich gerade unterbrochen hat. Ja, aber habe ich aber dieses Mal mit Absicht gemacht. Ah, ja, weil ich verstehe. Aber ich werde in diesem... Ich werde... Ja, Bull, mach mal weiter! Drück mal weiter jetzt! Ich werde trotzdem der Wettbewerb und ich werde eine ganze Menge Pokémon machen und dann werde ich jeden Kampf gewinnen, weil ich einfach mehr Pokémon war als die und wenn sie alle sterben, habe ich immer noch mehr als du, weil meine dann immer noch leben. Also alles gesagt. Freie Übersetzung. So. Gut. Dann... Beim nächsten Mal fangen wir, was auch immer jetzt kommt.